Ich zeige nun, wie dieses Applet Flächenfüllen funktioniert. Dazu rufe ich es hier auf. Es sind hier jeweils einige Aufgaben angegeben, die bearbeitet werden sollen. Hier gibt es geht es um Aufgaben von verschiedenen Typen. Die Namen sind in Englisch, aber das ist nicht so dramatisch. Man hat hier ein Quadrat von einer vorgegebenen Seitenlänge und man soll jeweils die Einzelflächen hier ausrechnen. Das kann man ja relativ einfach bestimmen und dann kann man das hier eintragen. Und wenn man das richtig hat, kann man hier unten dann testen, ob es stimmt. Und hier unten gibt es eine Möglichkeit, das Ergebnis dieser Fläche hier dann einzutragen. Es gibt hier dann verschiedene Aufgaben, wo man einzelne Teile berechnen muss. Hier zum Beispiel ist die Seitenlänge ja gegeben oder es sind hier Flächen gegeben. Also es sind ganz unterschiedliche Aufgaben, bei denen man vorgehen muss. Bei dieser Aufgabenstellung geht es darum, dass man die Formel des gesamten Rechteckes hier hat, nämlich Höhe k und Breite m plus n, also m und m, sind die zwei Seitenlängen oder Teilseitenlängen. Und dann ergeben sich zwei getrennte Flächen, in diesem Fall zum Beispiel k mal m. Das Mal kann man über das Sternchen eingeben, man kann es aber auch weglassen, also wie zum Beispiel hier. Einfach nur kn. Hier verschwindet das Mal ja auch. Und dann ist die Pieces-Formula, also die Formel für die einzelnen Teile, wäre dann km plus kn. Was auch richtig ist. So, und bei diesem dritten Aufgabentyp ist es gerade umgekehrt. Es sind die Teilflächen gegeben und man soll bestimmen, wie groß das gesamte Rechteck ist. Am Anfang muss man nur einzelne Sachen bestimmen und dann später wird auch hier die Formel angegeben, also eben das Ganze addiert. So, in der Aufgabenstellung steht, wie viel ihr bearbeiten sollt und was ihr noch dazu machen sollt.